Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind in Akt 9 angekommen, wir haben im letzten Part ganz Akt 8 durchgerusht. Und jetzt werden wir auch noch ein bisschen durchrushen natürlich. Wir brauchen ja die Fortune Gede. Circle of Fortune, das heißt, die Gede, wo Weissagungen macht. Und wir haben ja gesagt, wir spielen nicht die Händler-Gilde, weil das uns einfach zu schnell durchspielen lässt alles und jetzt auch keinen Bock habe, immer ständig etwas zu kaufen und wieder zu kaufen oder ein anderes Zeugs zu kaufen. So weiter. Ich bin einfach nicht der Händler, ich bin der Spieler. Ich bin ein Held und nicht ein Händler. So. Kein Händler mehr. Es sind keine Helden mehr, wenn sie alles erhandeln. Sollen die das tun? Ich bin irgendwie demotiviert, wenn ich die Sachen erkaufe, anstelle zu finden. Aber leider sind die Spieler so ausgerichtet meistens. Und das macht momentan einfach so diese Leere, diese Lust, nicht zu spielen aus. Und da müssen wir einfach so ein bisschen entgegenhalten, oder? Wir sind halt so, also ich bin so. Ich möchte Spiele in Grundform komplett und in Farbe spielen. Bunt mit Farben. Und muss ich einfach wieder zurück, glaube ich. So. Ich will ein Spiel so spielen, wie es ist, oder? Nicht abkürzen. Nicht irgendwie alles nicht sehen. Ja, wir müssen zurück. Gut. Dachte schon, ich müsste irgendwo nochmal sehen, aber es ist so einfach am Anfang von Akt. Nein, man muss nur kurz dort zwei Punkte abklappern. Und sie redet wieder viel zu viel. Jo, eben wer die Story und so spielen möchte oder so, eben muss selber spielen, weil das nervt natürlich die meisten Leute, wenn man ständig so quasi auf Englisch vor allem und so halt zeigt. Und es hat einfach in einem Hack'n'Slay nicht so viel zu tun. Natürlich ist die Story wichtig, aber sie ist sehr schlicht gemacht in diesem Spiel. Also es ist keine Story, die ich jetzt zum 20. Mal zeigen möchte. So. Im neuen Akt dann, oder in den zwei neuen Akten, werde ich das machen. Kommt die jetzt im Sommer endlich? Ich denke nicht, die kommen im Herbst. Die zwei neuen, also die letzten Akte. Ich denke, es wird nicht fertig sein. Also so wie ich die Entwickler so sehe, kommt halt immer, wenn Endgame-Content kommt, halt mindestens zwei neue Akte raus. Oder einen Akt. Und damit einfach die Items dann wieder fürs Endgame sind und so. Auch fürs Endgame sind. Genau. Und so wie ich andere YouTuber, die natürlich mehr Beziehungen haben zum Entwickler und so, so glauben darf, wollen die Entwickler vor allem einfach eins machen. Sie wollen die Leute, die dranbleiben, diese League, diesen Circles und so, halt sättigen. Sie müssen nicht so viel immer neue anlocken. Sind ja schon die meisten am Spielen gewesen für ein, zwei Tage oder so. Aber jetzt müssen natürlich die beinharten Fans gefrönt werden, sonst sind die weg. Und dafür, das ist genauso wie Diablo 4, sind nur casual Fans, die wirklich überhaupt nichts wollen, können oder auch helfen, zu Besseres zu machen. Das haben die meisten großen Titel. Die Entwickler wissen gar nicht mehr, was sie besser machen sollen. Sie haben ja kein Feedback mehr und das Feedback ist sowieso meistens einfach dieses Fangetue, aber sind nicht richtige Fans. Und das gibt es immer mehr. Also es ist leider immer so, dass halt gute Spiele schlechter sind und Spiele, die irgendwie wenig Anziehungskraft haben, viel besser sind. Viel besser. Also ich kenne viele Spiele heutzutage, die
Kampfspieler haben, aber mega gut sind. Wieso? Wieso haben dann die schlechten Spiele so viele Fans? Das ist immer das Problem. Man weiß es nicht. Man kann irgendwie die anderen Menschen gar nicht steuern. Also man kann sie nicht verstehen. Oh, da ist etwas im Laden. Ich kaufe es. Oh, ist mir langweilig. Ich spiele es aber trotzdem. Und andere Spiele so, ja. Oh, ich habe wieder etwas gefunden. Geil, ich spiele es. Aber nur kurz, weil ich ja nichts davon habe. Ich werde ja nicht profitieren davon, oder so, wenn ich das spiele. Das ist ja das Problem. Also was da manche Games overhyped sind und überhaupt nicht irgendwie Spaß machen. Ich sehe ja das in den Livestreams und so. Die Spiele machen keinen Spaß. Sie werden aber profitieren, also die Streamer profitieren davon und das ist das Problem. Die wollen alle das spielen, weil ein Streamer zwar mega langweilt ist, aber dann einfach diese Werbung hat. Was ist denn überhaupt Werbung? Das ist das Schlimmste, was man eigentlich einem Menschen antun kann. Oder? Werbung. Das ist sowas von irrglaubisch. Man meint, man hat Spaß daran, oder man... Es ist wie eine Droge eigentlich. Werbung ist wie eine Droge. Und einfach intelligenter sein und den Hintergrund erhaschen, die Games im Hintergrund erhaschen, und ihr habt viel mehr Spaß. Wirklich. Viel mehr Spaß. Und das war 2009 auch bei... 2019 meine ich. Auch bei Last Epoch so. Ich hatte mega Spaß. Aber je größer es wird, je mehr Spiele es spielen und so, desto weniger macht es mir auch Spaß. Weil ich sehe, zum Beispiel Sacred 2 ist viel besser, spielt aber niemand mehr richtig. Dungeon Siege 2 auch viel besser. Dungeon Siege 1 sogar viel besser. Es ist nicht so gut, wie ihr denkt. Das ist das Problem. Weil ihr einfach wahrscheinlich einfach gehypt seid. Weil es macht mir nach so vielen Stunden Socken über 2500 Stunden hat wirklich nicht mehr so Spaß wie ich. Also nicht wegen dem Kennen, wegen dem Vielspielen oder so, sondern weil ich einfach nicht merke, es verändert sich nicht mehr, ich bin jetzt einfach am Spielen, am bisschen Spaß haben. Muss ich jetzt hier unten durch nochmal? Ich muss da links oben hin. Ja, jetzt. Okay. Bei dem letzten Mal reden. So, beides. Dankeschön. Da muss man mehrmals, also die Entwickler machen das einfach ziemlich falsch. Das ist nicht so gut. Ja, lass mich jetzt aber hier rein. Ich will doch Circle of Fortune erreichen. Ja, aber es ist 8 Minuten 32. Das geht schon noch gut. Ich wollte noch eine Quest davon machen. Also, wir brauchen diese Divisions-Amulett. Und das hoffentlich kriegen wir, indem wir einfach da noch die Quests machen. Nebenbei. Stand down or die. Genau. So. Irgendwie geht's viel besser jetzt mit dem Gegner besiegen. Entweder sind die Gegner einfach dicht aneinander. Wahrscheinlich schon. Und die Blockchance ist einfach für mich jetzt angenehmer. Gerade. So. Vielleicht hat es auch einen prozentuellen Einfluss, oder wie hoch die Gegner sind, wie schnell sie sind, wie dumm sie sind. So Sachen. Aber der Killspeed ist deutlich höher als am Anfang. Vom letzten Part. So. Der Schaden pro Smite wurde ja viel höher wegen dem Not mit Schild mehr Spell Damage. Da
erst noch der Gegner, der Boss. Und den Level Up haben wir jetzt auch. Super. Kommst du raus, bitte? Und dann kommt ja noch die Höhle, die so schön aussieht. So. Manchmal, also das war bei Dungeon Siege so, im Multiplayer-Map Utrea waren wir in dem Eisdorf und sind so durch die Kristall- oder... Nein, das sind noch nicht die Kristallhöhlen, sondern die Höhlen, ja, die Eishöhlen, oder? Und sind dann zu einem Turm gekommen, dann sind wir nach unten gelaufen und haben nach dem Turm schon ein mega cool Ding. Und da musste man irgendwo ab. Good day, Traveler. Hier, wieso nicht? Farewell. Farewell. Ich laufen muss, also wenn ich reden muss. Genau, hier. 10. Das ist doch das Grab. Nein, das ist eine Mine. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich jetzt weiterkomme. Ich will da rein. Dann müssen wir kurz zurück. Ah, das ist das Observatorium. Das haben wir jetzt freigespielt. Gut. Also gehen wir mal kurz rein, weil da haben wir sehr viele Hitzeprobleme. Yes. So. I was just on my interesting question. I would say our home is normally west of here, in the port. We're now stranded, as it were, but just between you and I, it almost makes me think the Nagasa here in Majelka. Yes. I was just on my way to remember. So, können wir irgendwas gebrauchen? Das Amulett vielleicht? Seltener Gegenstand. Leeren Jarn. Machen wir noch einmal. Ist günstig. Ja. Elementarisch an Mana-Regeneration. Das können wir gebrauchen. Aber das andere kann ich nicht wieder. So. Und hier gibt es die Quests. You seek to learn of the art of prophecies, other medium, through which we go to any of the telescopes within this tower. Once you've made your first strike, initiates are not allowed this privilege. Speak with them. Gehen wir nach oben oder so. Ich hoffe, das sind einfach Hochlevelige. Ah nein, das sind einfach Typen. Also ich brauche ein Amulett. Das ist Muck. Ey, zeig dich. Zubehör, das ist das wahrscheinlich. Götzen. Götzen ist auch ziemlich gut. Wir müssen aber das Amulett haben. Deine Gunst, Belohnungen anzeigen, S, Süden, okay. Und jetzt müssen wir nach Westen. Das ist jetzt nicht so gut. Zierdengötzen. Nach Norden. Wir haben eine Stiefel, Handschuhe, wir haben einzigartige Rüstung. Osten. Melee-Weapon, Zepter, Zepter. Süden. Jewelry. Das hier. Hm? Okay, jetzt hat sich's gewechselt. Nochmals Jewelry. Und wo haben wir denn die Sachen? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich... Okay, es ist wirklich Glück gegen 1750 Gunst eintauschen. Ich verstehe das noch nicht so richtig, was ich genau machen muss. Und die Linsen, wie bekomme ich die Linsen jetzt über? Ja, die Frage ist einfach...
Okay, gut. Einzigartige Jewelry. Dann machen wir einfach lichtloses Gehölz noch. Okay, ich muss da einfach ein paar Gegner töten und so. Diener von Shade of Oribis. Ist einfach Shade of Oribis? Keine Ahnung. Gut, dann machen wir doch das mal einfach testweise. Ist denn irgendwie, wird denn irgendwie etwas angezeigt? Also, dann machen wir doch mal einfach kurz noch ein paar Echos. Ja, komm, bitte nicht so lecken. Ladezeit-Simulator. Ladezeiten-Simulator. Ich muss unbedingt dieses Amulett bekommen. Wie selten ist denn das? Ja, wir haben einfach Pech gehabt, sozusagen. Okay, irgendwie sind wir wieder viel stärker geworden. Das geht alles so schnell. Formulierungen. So. Ja. Ha. Stand down or die. Wie viel mal bekommen wir jetzt da? Erfahrungsschrein. Boah, wie viele Krabben. Sind dann hier wieder rausgesprudelt. Ja, jetzt gerade macht es wieder viel mehr Spaß. Ah, ist noch nicht so lame ab und zu sein könnte, so langsam. Ja, wenn der Schwierigkeits- oder wenn einfach die Leben der Monster und so. Wie höher sind, dann macht es manchmal echt nicht so viel Spaß. Man möchte ja auch Action haben und nicht irgendwie einem Gegner sich zu Tode weinen. Was sind denn das wieder für Drops? Ja, manche Items sind einfach aus dem Lootpool verschwunden. Zum Beispiel diese Kürzen, die wir brauchen. Oh, ich muss doch mehr Smite casten können. Okay, aber ich verstehe jetzt nicht, wie ich das machen kann. Also ich muss die sammeln, weil die Quests ich schon gemacht habe und ich wusste, dass die gelöst sind. Dann habe ich einfach diese Slots und die Slots kann ich wie erhöhen? Ich habe ja nur 3 Slots. Ja. Ist ein bisschen komplizierter, als es sein muss. Einfach weil, ja. Ich schlage halt nicht nach. Ich schaue nicht, wie es funktioniert. Und das, wenn du das einfach blind siehst, dann bist du erstmal einfach irgendwie ein bisschen, ja, verwirrt, oder? Aber es gibt zum Beispiel gute Zuschauer, die das machen können, die das schon im Kopf haben, gelernt haben irgendwo in einem Wikipedia-Eintrag. Und ich bin einfach nicht so gerne ständig in Wikipedia unterwegs. Also, weil das sollte in-game ja ziemlich gut erklärt werden müssen. Aber sie reden eher über andere Dinge. Du kannst denen nicht zuhören und lernen. Okay, wurde früher auch nicht so gemacht, klar. Aber dennoch. Ja. War es früher einfach besser, man hatte bessere Lösungen. Man hatte Komplettlösungen. Und heutzutage macht sich niemand mehr Mühe, den Leuten zu helfen. Machen nur noch alles schwieriger. Keine Ahnung, das war echt nicht mehr so das
gut. Ich hätte gerne so eine Webseite wieder, wo einfach steht, ja, das musst du machen, das und das. Hast du schon gewusst, das kann man machen. Und jo, solche Lösung, gute Lösung. Ist aber schon lange nicht mehr so gefallen. Gut. So, da. Machen wir noch zum Wegpunkt. Das reicht noch, ja. Zum Leuchtfeuer. Auch wenn wir an die Radwena kommen, die kommen, die gehen ja nicht so lange meistens. Also sie können länger gehen, natürlich. Und meistens sind sie eher kürzer. So, Rena. Oh, schön blutig. Ja, ja, ich will. Fickt uns von positiv auf negativ, wieder positiv, wieder auf negativ. Also jetzt gerade bin ich wieder motivierend hier ein bisschen zu farmen, aber die Kampagne, habe ich jetzt das Gefühl, wird mich schon ein bisschen deprimieren. Es ist also wirklich eine der schlechtesten Kampagnen, die sie rausgebracht haben. Wenn man sagt. Müssen die Gegner hier sein? Ja, und eben, ich bin ja schon genervt durch meine Krankheit und dann muss ich noch ein genervtes Spiel, nerviges Spiel aushalten. Ist halt nicht immer so einfach. Oder? Wieso müssen Entwickler überhaupt nerven? Wieso müssen sie nerven, entraubenden Spielfeatures einbauen? Wieso können sie das nicht besser? Sie müssen nur sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber scheinbar muss jetzt jeden dritten Monat irgendwelchen Quatsch, unfertigen Quatsch rauskommen. Ich sehe nicht gerade so gutes Land beim Entwickler. Er wird irgendwann wegen Geldnöten dann müssen aufgeben, weil sie viel zu viel Geld ausgeben für billigen Quatsch. Aber so ist es. Es wird immer mehr von solchen Chancen geben, von solchen Spieleentwickler, die solche Genres einfach in den Bahn treiben. Jo. Also ich habe viel mitbekommen am Anfang vom 1.0 Update. Viele haben sofort aufgehört. Es gefiel ihnen einfach gar nicht. Und wieso, jo. Jetzt einfach nicht mehr so viel los ist, kann ich auch verstehen. Also viele haben einmal sofort aufgehört wieder. Viele haben noch durchgehalten, klar. Aber dass jetzt immer noch nicht viel gemacht wird. Und ein paar Builds genervt werden, ein paar Features eingebaut werden, verstehe ich nicht vom Entwickler. Also würde der Entwickler einfach sagen, ja, pass mir in die Schuhe, ist mir geil. Ich will nur Geld sehen und euch lasse ich im Stich. Tja, so ist es halt jetzt momentan gerade. Echt nicht. Keine Resistenz, und dann muss ich noch mal schauen. Meine Güte, macht die Fischer. Weg. Jo, und einfach den beinharten Fan, wie ich es bin. Einfach natürlich nicht zeitlich, natürlich. Also, so fester Fan kann ich natürlich nicht sein, wenn ich halt ständig eine große Pause machen muss. Zwischen den Folgen und alles. Aber einfach dranbleibe. Der hat dann einfach den Salat, weil das Spiel hat doch nicht so Spaß macht und andere gehen halt schnell wieder weg, oder? Es gibt viele Streamer, die natürlich schon lange, 3-4 Tage nachher schon aufgehört haben, aber einfach den Erfolg dadurch nahmen, ja, das Spiel zu zeigen. Und solche Leute unterstützt man heutzutage noch, also nicht. Es macht doch gar keinen Spaß, die Games immer nur kurz zu sehen, dann kommt man das Spiel gar nicht mit über. Man sieht ja gar nichts vom Spiel. Das ist immer so die Sache, oder? Wie viel kannst du gönnen, wie viel willst du auch gönnen?
wie viel Spaß macht sie überhaupt und so. Das ist immer so eine Gefühlssache und viele Leute sind einfach blind vor Gefühle. Also sie haben ihre Gefühle nicht mehr im Kopf. Sie wollen nur eins und das ist irgendwie Macht und Geld und so. Geld und Macht, ja. Ich denke, der Mensch ist halt einfach manchmal auch krank. Kopf. Aber ja, so ist der Mensch halt. Der Mensch will immer nur, aber macht's eigentlich gar nicht. Das ist der Mensch. Menschsein ist blöde. Ist wirklich so ein bisschen. Ich wäre lieber ein intelligentes Tier und könnte nicht so viel machen. Also ein Mensch, der alles machen kann und alles falsch macht. Hey, hör auf. Meine Aufnahme geht kaputt. Der PC ist wieder am Übertreiben. Hallo. Zu wenig Mana plötzlich. So. Also der Gegner, der Boss, hat hier so mega Performance-Probleme wieder gemacht in meinem PC. Heftigst. Also es ist einfach die... Das Spiel hat eine scheiß Engine. Problematik. Ja, ist gut. Ich weiß. Ich kann viel zu schnell casten. Ich weiß es. Kann nicht auswählen. Okay. Plötzlich wieder so ein mega schweres Echo. Hey, wieso castest du jetzt diesen Avalon-Sprung? Nicht so mit. Was ist der Gegner so stark? Was hat er geraucht? Kann ich mal die Helme richtig casten? Ich kann auch ständig auch nicht irgendwie beim Boss bleiben. Ist einfach zu stark. Für diesen Bild. Also der Bild ist einfach schwach gegen. So, jetzt bist du fertig. Gut. Physischer Widerstand, gut. So, manchmal nervt es einfach ein bisschen, überhaupt ein Bild zu spielen. Weil es ja eben. Ein Bild ist, der auf Gegner beruht. Und wenn nur wenige da sind und so, und auch beim mega zäh, dann macht der Bild einfach fast keinen Schaden mehr. Ah, schon. Also das Echo ist völlig übertrieben mit Gegnern, die mega zäh sind und so. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinnig nervig. Und der Entwickler so, ja komm, wir machen im nächsten Update nochmals. Wir tun nochmals diese Gegner so viel machen. Und wir machen andere Gegner so viel. Die Spieler werden es ja sowieso nicht sehen. Ach, wie übertrieben, scheiße. Aber ja, da müssen wir uns einfach durchkämpfen. Der Entwickler will es ja so. Wir müssen gar nicht so glücklich sein. Wir müssen uns einfach durchbeißen durch manche Echos. Fertig. Selten, also häufig sind sie nicht. So, Jo, schauen wir noch an, kurz. Ja, viel haben wir nicht gemacht, aber wir müssen hier dann runter. Wir müssen so weit wie möglich an diesen Echo-Informationen bleiben, damit die Belohnungen auch gut sind. Aber hier ist so nah, es sind immer noch 4. Es geht nicht unter 4, aber schaut euch das mal an, wie schnell man hier durchrushen könnte. Aber nur 4 Corruption bekommt. Ja, wir werden im nächsten Part dann die Kampagne weitermachen. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, okay, sind 3 Resistenzen. Ist ziemlich gut, aber ich kann es nicht gebrauchen. Jo. Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.